Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Eine Reise zu dir. Ein Podcast für solche Frauen wie dich. Du stehst voll im Leben, bist aber schon eine geraume Zeit irgendwie festgefahren. Beruflich wünschst du dir etwas Sinnvolleres und du bist auf der Suche nach deiner Lebensaufgabe. Diese Sinnkrise äußert sich in Kopfschmerzen, Rückenschmerzen, Gewichtszunahme, Unzufriedenheit und Frust. Manchmal auch Wut auf die Familie, auf deine Umgebung und oft auch auf dich selbst. Da gäbe es allerdings auch noch einiges mehr aufzuzählen. Du brauchst dringend eine Veränderung, du suchst schon lange eine Lösung, du bist bereit für neue Erfahrungen, du möchtest leichter, bewusster und klarer durchs Leben gehen? Dann bist du in diesem Podcast goldrichtig. Eine Reise zu dir. Hier gibt es Impulse, Übungen, Ideen auf dem Weg zum leichteren und vor allem klareren Leben. Margit Häuser, dein Host, ist deine Reiseleiterin und Begleiterin auf der Reise zu dir. Ja, hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder am Start bist zu meinem Podcast Eine Reise zu dir. Heute, wenn ich es aufnehme, ist der 28.12. ausgestrahlt und hören kannst du diesen Podcast an Silvester am 31.12. ab 19 Uhr und natürlich auch die Tage später. Ich habe ganz lange überlegt, es gibt so viele Jahresrückschauen vorne und hinten und ich weiß gar nicht, ob wir so alles von Jahresrückschau 2020 wirklich alles sehen wollen, weil das meiste sitzt uns vielleicht noch ein bisschen in den Knochen und wir wissen auch das meiste. Aber ein wenig Bilanz ziehen und vor allem die erfreulichen Geschichten zu würdigen und tatsächlich daraus auch dankbar zu sein, das hilft unbedingt. Unbedingt auch in 2021. Wer mich begleitet und manches von mir hört, liest oder in Social Media liest, der weiß, dass ich auch wie ihr ein wahnsinnig spannendes Jahr hinter mir habe. Es hat natürlich ganz seltsam angefangen. Erst dachte ich, naja, die ganzen Trainings und Seminare, ich bin ja Touristiktrainerin hauptsächlich, jetzt kann ich gerade sagen, gewesen. Die sind natürlich alle weggebrochen, die ganzen guten Aufträge für dieses Jahr. Im März dachte ich noch, naja, okay, ich habe ja noch mein Ferienhaus zu vermieten. Das war allerdings dann auch für eine Weile erledigt und ist jetzt auch November, Dezember, ganz traurig, steht dieses Ferienhaus leer. Ja, bei mir, also ich habe das große Glück, dass ich einen scheinbar sehr intelligenten Körper habe, der sofort reagiert. Die ersten, wie ging das los? Anfang April und dann ging es fast 10 Wochen, dass ich überhaupt nicht mehr laufen konnte. Meine Beine waren wie gelähmt. Ich bin kaum die Treppe runtergekommen und musste mich auch hochziehen. Es war schmerzhaft und niemand hat es rausgekriegt. Das große Glück, dass ich durch Zufall bei einem Hausarzt gelandet bin, der mir mit einer Tablette 10 Wochen später dann geholfen hat. Als ich wieder laufen konnte, habe ich mir geschickterweise dann auch noch einen Finger gebrochen, weil bei mir die Caro eingezogen ist, ein Flüchtlingshund aus Rumänien, die am Anfang, naja, gar nichts konnte, also hat das Wohnzimmer mit dem Gassiplatz verwechselt und hat auch, war so ängstlich, also ich war praktisch komplett bestimmt 3-4 Monate die Beschützerin meines Hundes und so habe ich mir auch den Finger gebrochen, weil sie vor lauter Angst weggelaufen ist und ich hatte die Schleppleine um die Hand gewickelt, so rechte Hand auch noch, rechte Hand in der Schiene, das war auch noch super toll. Caro kam dazu in 2020, mein Corona-Hund und
Es kamen noch ein paar Menschen dazu. Durch Zufall oder das, was es ja nicht gibt, Zufall, durch eine wunderbare Fügung bin ich an meinen Kollegen, den ich ja jetzt schon ganz lang kenne, René Morawitz, wieder gekommen. Durch Tourismus Zukunft haben wir ein Webinar gegeben und dann hatten wir uns gefragt, ob wir das nicht zusammen machen wollten. Und so entstand über den Sommer die Heldenreise 1, 2, 3, bei mir dann noch die Zukunftswerkstatt und dieser Podcast, den ich dann also vom Reisebüro On Air Podcast auf dieses eine Reise zu mir verlegt habe. Noch ein Mensch kam dazu, neben René kam dann meine Tochter dazu, die alleine wohnte noch in Ludwigsburg in unserem alten Haus und bei mir eingezogen ist. Meine Tochter und ich machten uns dann ab Sommer auf die Suche, was können wir denn in Zukunft machen? Mala studiert und wollte Eventmanagerin werden. Naja, das kann ich im Augenblick wahrscheinlich auch vergessen. Und wir gingen los seit Sommer durch den ganzen Herbst bis vielleicht so etwa vor 4, 5 Wochen und haben unseren Traum gesucht und auch gefunden, was auch viele wissen, das Landhotel Baumwipfel mitten im Wald in Willingen, ein Seminarhotel für Menschen, die gern ausspannen wollen, achtsam sein wollen und auch was Neues dazulernen wollen. Ja, bei mir wird es weiterhin spannend, wie bei dir womöglich auch. Aber jetzt mal diese 4 Fragen zur Jahreswende, die du dir gern mal stellen kannst. Also Frage Nummer 1. Wo hast du in 2020 zu viel Kraft gelassen? Was hat dich ermüdet und vielleicht auch gelangweilt? Wo hast du Federn gelassen? Was war zu anstrengend? Bei mir, das ist ja auch so typisch ich, war es am Anfang der Pandemie der absolute Aktionismus. Also ich habe alles auf einmal gemacht. Ach, ich gebe jetzt Malkurse, ach, ich mache das, ach, ich mache das Coaching besser, ach, ich mache das. Was könnte ich denn sonst noch machen, um meinen Job zu retten? Und natürlich auch immer gepaart mit der Angst, oh Gott, ob ich das Jahr überhaupt finanziell überstehe. Das hat mich natürlich auch ermüdet, Energie gekostet und wie ich es am Anfang schon erzählt habe, mein Körper hat darauf auch reagiert und hat mich mal gleich flachgelegt. Wie war das bei dir? Was hat dich ermüdet oder vielleicht doch gelangweilt? Wo hast du zu viel Kraft gelassen? Die Frage 2, super persönlich. Was hast du zu sehr vernachlässigt? Vor allem, was hast du zu sehr vernachlässigt, von dem du weißt, es hätte dir gut getan? Ganz viele sind ja extrem Richtung Sport, fahren mehr Fahrrad, wandern mehr, gingen eine Zeit lang mehr ins Fitnessstudio und. Naja, ich am Anfang, vor allem mit meinen lahmen Beinen, habe ich mir dann einen Ergometer gekauft, bin auch ab und zu mal auf dem drauf gesessen. Ich glaube, ich kann es an einer Hand zählen. Und habe dann auch wieder Yoga-Übungen gemacht. Leider habe ich das jetzt aber auch wieder vernachlässigt, aus welchen Gründen auch immer. Irgendwie habe ich immer wieder was Wichtigeres zu tun. Also die Frage 2 an dich auch. Was hast du zu sehr vernachlässigt? Vor allem die Dinge, die dir gut tun, wo du genau weißt, sie tun mir gut. Ja, und Frage Nummer 3. Was hat dir im vergangenen Jahr gut getan? Und das ist die wichtigste Frage. Was hat dir denn Energie gegeben? Weil das nur mit einem Tag, 31.12. und 1. Januar, das darfst du ganz sicher ins neue Jahr mit reinnehmen und daran darfst du dich auch gerne erinnern. Was hat dir im vergangenen Jahr gut getan und was hat dir Energie gegeben? Also vorne dran bei mir die Caro, mein Hund, weil durch
einen Hund, kann ich jedem nur empfehlen, gehe ich raus in die Natur. Ich lebe ja hier im Augenblick im Allgäu und dann zwischendurch mal wieder im Sauerland. Ohne Hund zu laufen, ich hatte ja immer in meinem Leben Hunde, bis auf die letzten 3 Jahre, ohne Hund zu laufen, macht mir nicht ganz so viel Spaß. Also was hat dir denn gut getan und was hat dir Energie gegeben? Bei mir war es, wie gesagt, der Hund, viel Natur. Ja, meine Tochter, weil ich bin ja auch schon ein paar Jahre allein. Und das war natürlich wunderbar, dass meine Tochter bei mir eingezogen ist. Und was natürlich auch irre toll war, wie ich die letzten Jahre immer so rumgemeckert habe, diese viele Fahrerei. Wie viele Stunden verbringe ich eigentlich auf der Autobahn? Mal kurz nach Köln, nach Berlin, mal nach Hamburg, dann wieder nach München. Also dieses zur Ruhe kommen hat mir persönlich sehr gut getan. Und du darfst dich das auch fragen, was hat dir denn Energie gegeben? Und gleich noch die Anschlussfrage in die positiven Fragen rein. Was ist dir gut gelungen? Was ist dir besonders gut gelungen? Was überhaupt gut gelungen? Und da waren es bei mir auch 2 Sachen. Mich digital umzustellen, also viel mehr in Zoom-Meeting zu gehen, viel mehr Webinare zu geben, gebe ich schon seit vielen Jahren tatsächlich, seit 2013. Und das hat mir jetzt auch geholfen. Und geholfen hat mir auch, dass wir das zu zweit gemacht haben, kann ich auch jedem empfehlen, dass René und ich uns da einfach in die digitale Welt reingeworfen haben. Und mir hat noch gut getan, eine ganz klare Entscheidung für dieses Hotel in Willingen zu treffen. Habe natürlich lang rum und gemacht. Es gab auch viele, viele schlaflose Nächte. Aber im Endeffekt war, was mir gut gelungen ist, die Entscheidung. So. Und zu allem natürlich mein Rat und meine Idee. Verändere und lasse alles los, was dir Kraft raubt. Also zuerst mal guck, was raubt dir Kraft und dann schau, dass du es loslässt oder dass du es veränderst. Und das alles, was du bis jetzt vernachlässigt hast, schau dir das nochmal an und guck, dass du wieder das machst, was dir gut tut. Und natürlich zu bei der dritten und vierten Frage, tu mehr von dem, was dir Energie gegeben hat, tu mehr. Schau dir an, was ist mir gelungen. Bei mir ist es eine klare Entscheidung. Also schau, dass ich mehr klare Entscheidungen treffe und nicht so ewig hin und her mache, sondern glatte, klare Entscheidung. Ja, das waren die 4 Fragen rückwärts gesehen auf 2020, vorwärts gesehen in gutes Gelingen auf 2021. Ich wünsche dir einen wunderbaren Silvesterabend, herrliche Tage noch, bis du wieder anfängst zu starten und zu arbeiten und dann ein herrliches, friedliches, erholsames 2021 und den großen Wunsch in die Erfüllung zu der Reise zu dir. Herzlichen Dank. Bis daher, dass du mir so schön zugehört hast und ich freue mich auf den nächsten Donnerstagabend ab 19 Uhr. Bis dann, die Margit.